das Collegium Georgianum in Ingolstadt. Ein Gebäude mit wechselhafter Geschichte. Als herzogliches Priesterseminar für Studenten erbaut, wurde es später zu einem bürgerlichen Brauhaus. Heute ist das Georgianum ein Denkmal von nationaler Bedeutung, wird denkmalgerecht saniert und soll aus seinem Dornröschenschlaf geweckt werden. Dabei freilich tritt so manche Überraschung zutage. Ja, meine Herrschaften, herzlich willkommen zu einem kleinen Gang durch über 550 Jahre Geistesgeschichte. Dieser Platz hier ist der Campus der ersten bayerischen Landesuniversität, 1472 in Ingolstadt gegründet. Gestiftet von Herzog Ludwig dem Reichen wurden sie hier in der Hohen Schule untergebracht. Es sollte eine der bedeutendsten Universitäten im deutschsprachigen Raum werden. Etliche Kapitel europäischer Geistesgeschichte wurden hier geschrieben. Und im Schatten der Hohen Schule entstand Ende des 15. Jahrhunderts direkt gegenüber das Collegium Georgianum, benannt nach Herzog Georg dem Reichen. Der Vater hatte die Universität gegründet, sein Sohn ein Studienkolleg. Es gilt als zweitältestes Priesterseminar der Welt nach Rom. Und nun, meine Herrschaften, würde ich sagen, folgen Sie mir hinein. Die herzogliche Stiftung war Ausdruck mittelalterlicher Frömmigkeit. Herzog Georg schenkte sie zum Lobe Gottes, aber auch zu seinem eigenen Seelenheil. Ein gutes Werk für die Armen und für die Wissenschaft. 1494 erteilte der Herzog den Auftrag für den dreigeschossigen Bau. Bereits zwei Jahre später konnten Kollegiengebäude und die daran anschließende spätgotische Kirche fertiggestellt werden. Sie wird den Heiligen Peter und Paul geweiht. Für die Kollegiaten waren bestimmte tägliche Gebete vorgeschrieben. Ihr Studium hatte ein geistliches Ziel. Auch der Leiter des Studienkollegs musste ein Priester sein. Anfangs beherbergte das Georgianum mittellose Studenten und Priesteranwärter. Herzog Georg hatte 11 seiner bayerischen Städte das Recht erteilt, je einen Studenten zu stellen. Studenten aus anderen Landesteilen konnten gegen Bezahlung aufgenommen werden. Fast 300 Jahre steht das Georgianum Stipendiaten zum Wohnen und zum Studieren zur Verfügung. Zunächst nur Theologen, später auch für Juristen und Mediziner. Zum Angebot gehören Bibliothek und Speisesaal, der bald auch zur allgemeinen Mensa der Hochschule wird. Wie eng die Verbindung zwischen Georgianum und Universität war, zeigt sich im Jahr 1800. Die Hochschule wird nach Landshut verlegt, später nach München. Das Georgianum zieht jeweils mit. Beide Einrichtungen bestehen in der Landeshauptstadt bis heute weiter. Und welches Schicksal erfährt das Kollegiengebäude in Ingolstadt? Ohne Universität gibt es auch für das Priesterseminar keinen Bedarf mehr. Zunächst steht der Komplex 9 Jahre leer, bis er 1809 versteigert wird. Die Bierbrauer Alois und Clara Bonschab erwerben das Anwesen und betreiben hier den Herrenbräu, eine von damals unzähligen Brauereien der Stadt. Heimat des Reinheitsgebotes ist schließlich Verpflichtung. 1817 beginnt hier der Umbau. Die Kapelle wird eh schon seit 1803 nicht mehr als Kirche genutzt. Jetzt wird sie profaniert. In ihren Grundmauern bleibt die Kirche zwar unangetastet, innen aber vermag man sie fortan nicht mehr als Kirchenraum zu erkennen. Die Kapelle wird mit einem Gewölbe unterkellert und darüber in 4 gleichmäßige Geschosse aufgeteilt. Die gotischen Fenster werden herausgebrochen und teilweise zugemauert.
Die heute sichtbaren kleinen Öffnungen haben nichts mehr mit der einstigen gotischen Fassade gemein. An der Konstruktion der neuen Räume, an der preußischen Kappendecke im Erdgeschoss, an den Stahlstützen und am Steinboden kann man gut die Nutzung als Brauerei erkennen. Früher wurde hier angebetet, jetzt wird hier die Maische angesetzt. Die Lagerböden in den oberen Geschossen haben lediglich Dielenböden und Holzstützen. Der Anbau im Norden der Kapelle wird fortan als Stall genutzt und die oberen Stockwerke werden zur Darre ausgebaut. An der nördlichen Grundstücksgrenze wird nun zur Lagerung der Fässer ein neuer Stadel errichtet. Eine wunderschöne Fasshalle. Im Erdgeschoss hatte die Brauereiverwaltung ihre Büros, die Buchhaltung im ersten Stock. Hier wurde auch dem Brauereidirektor ein Arbeitszimmer eingerichtet. Die Räumlichkeiten in der obersten Etage wurden zu einer großzügigen Achtzimmerwohnung umgebaut. Über 100 Jahre, bis 1921, wird das komplette Gebäude als Brauerei genutzt. Danach bleibt es Sitz der Brauereiverwaltung bis in die 1970er Jahre. Die heutige Ausstattung der Räume setzt sich aus allen Bau- und Nutzungsphasen zusammen. So ist die Wandvertäfelung aus dem 19. Jahrhundert und die Malereien, die stark überarbeitet wurden, stammen aus der Entstehungszeit, Ende des 15. Jahrhunderts. Überall stößt man auf baugeschichtliche Besonderheiten. Dies ist der einzige erhaltene spätgotische Bibliotheksraum in Bayern. Die Decke aus Bohlenbalken stammt aus der spätmittelalterlichen Erbauungszeit und ist nahezu komplett erhalten. Hierbei handelt es sich um ein fein gearbeitetes schwarzes Rankenwerk mit weißen Höhungen auf grünem Grund. Und an einigen Stellen sind in die Ranken herzogliche Wappen eingearbeitet. In diesem Bereich sieht man einen Freskenrest, welcher freigelegt ist. Er zeigt die Beine zweier Personen im Anschnitt. Die Schuhmode und die auffällig gemusterten Hosenbeine brechen für eine Entstehung im späteren 16. Jahrhundert. Eine besondere Rarität blieb über die Jahrhunderte unscheinbar unterhalb der hölzernen Treppe verborgen. Deutschlands älteste Universitätskerze. Das Spiel mit Karten und Würfeln, Prügeleien, das Verlassen des Gebäudes bei Nacht oder der Umgang mit verdächtigen Weibsleuten. Für die irdischen Sünden der Studenten gab es einen ebenso klaren wie strengen Strafkatalog. Bei schwereren Vergehen wird das Stipendium gestrichen, geringere Verstöße werden in der universitätseigenen Zelle dem sogenannten Karzer abgesessen. Mitnehmen durfte der Delinquent nur Wasser und Brot. Manchem gelang es, einen Nagel einzuschmuggeln, mit dem er sich an der Wand verewigen konnte. Im Putz und in den Holzständern finden sich historische Notizen, die von den Insassen eingeritzt wurden. Neben Namen sind auch die Jahreszahlen 1589 und 1754 zu erkennen. Experten sind sich einig. Der Ingolstädter Karzer im Georgianum ist der älteste Bekannte Deutschlands. Entdeckt wurde der Karzer und so manch andere Besonderheit im Zuge der Bauuntersuchungen für die anstehende Sanierung. Nachdem die Brauerei in den 1970er Jahren ausgezogen war, wurde das Georgianum von Gummi Kraus als Lager und als Verkaufsraum genutzt. Seit den 1990er Jahren stand das Gebäude leer. Jetzt wird es denkmalgerecht saniert und soll eine neue Nutzung erfahren, welche auch seine wechselhafte Geschichte widerspiegelt. Das Kollegiengebäude soll wieder universitär genutzt werden und durch ein Ethikinstitut der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Die ehemalige Kapelle wird teilweise von ihren Zwischendecken befreit und soll zum städtischen Veranstaltungssaal werden. Und die romantische Fasshalle erinnert mit einer Gastronomie an die Brauereinutzung und an das bayerische Reinheitsgebot von 1516. 2022, zum 550-jährigen Gründungsjubiläum der ersten bayerischen Landesuniversität, wird auch das ehedem herzogliche Georgianum zu Ingolstadt in neuem Glanz erstrahlen.